Für Camper und Campingfreunde hat die Stadt Clerf auf Luxemburgisch Clerf, Cleref, Französisch Clairvaux ein Camping erster Klasse. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ort und liegt dennoch im Grün. Rund um die Ortschaft fließt ein Bach mit Quelle in der Nähe von Huldingen. Dieser hat genau denselben Namen wie die Stadt Clerf. Sie mündet in Kautenbach in die Wilz. Viele meinen jetzt, dass die Bewohner des Öslings sehr abgeschieden wohnen. Das ist aber nicht der Fall. In den 17 Ortschaften der Gemeinde Clerf dienen nicht weniger als 23 Buslinien mit über 50 Haltestellen. Östlich vom Ortskern, gegenüber dem Bahnhof, liegt auf dem Gelände der Parkanlage des Clerver Grafen die Loretto-Kapelle. Sie wurde 1762 erbaut und ist Maria, Heil der Kranken, geweiht. Die mit einheimischen Steinen erbaute Kapelle wurde im Rokoko-Stil errichtet, unter dem Grafen Della Noy. Patron der Kirche ist der heilige Hubertus, der große Missionar der Ardennen. Die Kirche wurde auf den Ruinen einer heidnischen Opferstätte errichtet und erhebt sich von der Ostseite her gesehen auf einer kleinen Anhöhe, an deren Fuß ein Bach talwärts fließt. Das niedrige, gedrückte Schiff, der hohe gotische Chor, daneben der festungsartig gebaute und doch schlanke Turm, seitwärts die Grabkapelle der Grafen von Clerf, die eigenartige Vorhalle und die Sakristei bilden zusammen eine reich gegliederte Gruppe, die den Altertums- und Kunstfreund begeistert. Leider ist die Kapelle aber nur an bestimmten Tagen stundenweise geöffnet. Folgen wir dem Bach Clerf in Richtung Ortskern. Das Schloss ist der Mittelpunkt der Stadt. Von überall aus kann es eingesehen werden. Die Fußgängerzone ist nicht nur die Geschäftsstraße, sondern auch Treffpunkt für Jung und Alt. Hier heißt es sehen und gesehen werden. Mehrere Wasserbrunnen zieren die Zone. Die stilvolle Fußgängerzone lädt zum Flanieren in zahlreichen Boutiquen ein. Die meisten Geschäfte und Restaurants sind in historischen Gebäuden untergebracht, was einem eine ganz besondere Ausstrahlung verleiht. Das Angebot der Einkaufszentren der Destination Clairvaux lässt fast keine Wünsche offen. Die Destination Clairvaux bietet nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Umgebung diverse Möglichkeiten zum Shoppen. Etwas abseits der Spazierzone eine Bronzestatue eines US-Soldaten, die die Befreier des Zweiten Weltkriegs ehrt. Das Monument soll an die 106th US Infantry Division Golden Lion erinnern, die an jenem Orte in einem mörderischen Krieg gekämpft und gelitten hatten. Das mächtige, majestätisch emporragende Schloss thront auf dem Ausläufer einer Felszunge, der sogenannten Lai. Die Uranfänge desselben verlieren sich im Dunkeln der Zeit. Einige Historiker meinen, es erhebe sich auf einem früheren römischen Kastell. Der älteste Burgteil ist der Westflügel mit dem Herrenhaus. Als Bauperiode wird das 12. Jahrhundert angenommen. Als Bauherr gilt Graf Gerhard von Sponheim, ein Bruder des Grafen von Vianden. Rund um das Schloss führt eine Straße.
Clairv gibt sich sehr gerne als Stadt des Bildes. Aus diesem Grund sind in der Stadt selber viele Bilder von diversen Künstlern ausgestellt. Weiter zum Eingang des Schlosses. Im Vorhof steht ein Sherman M4A3-Panzer. Er war zu seiner Zeit zur Schlossverteidigung eingesetzt. Der Panzer der B Company des 2. Panzerbataillons der 9. US-Panzerdivision war am 17. Dezember gegen 11 Uhr morgens vor dem Schlosstor in Stellung gegangen. Hinter dem Hausgiebel des mittelalterlichen Brahaus, in Deckung auf Lauer liegend, fuhr er immer einige Meter vor, um die Panzerkolonne auf der Straße am Friedhof unter Beschuss zu nehmen. Gegen Mittag wurde der Sherman seinerseits von einem deutschen Streifschuss getroffen und von der Besatzung aufgegeben. Der US-Panzer steht heute noch fast an gleicher Stelle als stiller Zeuge der unmenschlichen Kämpfe, die 1944 in der Clerverer Gegend stattfanden. Der Plan zum Gegenangriff durch die Ardennen entsprang einer Idee Adolf Hitlers. Ziel war die Einnahme des Hafens von Antwerpen in Belgien, um so die Briten im Norden des Angriffskeils von den Amerikanern und vom Nachschub abzuschneiden. Hitler war überzeugt, dass er durch dieses Unternehmen die Westalliierten entzweien und zu einem Separatfrieden im Westen zwingen könnte. Doch der erbitterte Widerstand der GIs ließ die Offensive scheitern. Da ab dem Angriffstag, dem 16. Dezember 1944, die zahlenmäßig unterlegenen US-Truppen Clairv und Umgebung zäh verteidigten, gelang es den angreifenden Einheiten der 5. Deutschen Panzerarmee nicht, die für einen raschen Vorstoß wichtigen Verkehrsknotenpunkte einzunehmen. Clairv war schwer umkämpft. Die amerikanischen Hauptquartiers- und Versorgungskampagnen des 110. Infanterieregiments der 28. US-Division lieferten sich schwere Kämpfe mit der 2. Panzerdivision der Wehrmacht. Es wurde versucht, die Hauptstraße durch Clairv sowie das Schloss zu verteidigen. Zum Schluss kapitulierten die Alliierten, ihnen war die Munition ausgegangen. Das Schloss war durch Beschuss mit Phosphorgranaten in Brand geraten und stark beschädigt. Gleich daneben ist die Gedenktafel für 150 Jahre Unabhängigkeit. Sie wurde 1989 eingeweiht. Das Hotel du Parc war seinerzeit eine sehr bekannte Adresse. Das liegt aber schon einige Jahre zurück. Weiter in das Innere des Schlosshofes. Im Jahre 1927 kam das Schloss in Privatbesitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb der luxemburgische Staat die während der Ardennenoffensive vom 19. Dezember 1944 vollständig ausgebrannte Burgruine. Heute befindet sich in dem prächtig renovierten Schloss ein Kriegsmuseum mit Waffen und Andenken an die Ardennenoffensive von 1944 bis 1945 sowie die weltweit bekannte Fotosammlung The Family of Man, die von Edward Steichen zusammengestellt wurde. Nach ihrer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York wurde sie nach ihrer völligen Restaurierung im Schloss von Clairv untergebracht. Sie ist 1951 für das New Yorker Museum of Modern Art zusammengestellt worden, wo sie ab 24. Januar 1955 zu sehen war. Aus über 2 Millionen Fotografien wählten Steichen und sein Mitarbeiter Wayne Miller zunächst 10.000 Aufnahmen aus. Schließlich gelangten 503 Aufnahmen von 273 Fotografen aus 68 Ländern in die Ausstellung. Seit 2003 zählt die Ausstellung zum Weltdokumentenerbe. Die Grundidee war ein umfassendes Porträt der Menschheit in 37 Themen, darunter zum Beispiel Liebe, Glaube, Geburt, Arbeit, Familie, Kinder, Krieg und Frieden. Gegenüber ist das Kriegsmuseum der Ardennenschlacht 1944. Es erinnert an diese dunkle, aber entscheidende Periode des letzten Jahrhunderts.
Das Museum der Ardennenoffensive in der Burg von Clairvaux veranschaulicht anhand von Dokumenten, Uniformen und Waffen die Bedeutung dieser historischen Schlacht. Clairvaux liegt im Herzen der Luxemburger Ardennen und war damit auch Schauplatz des Zweiten Weltkrieges. Die Ardennenoffensive im Winter 1944-45 war der letzte Versuch des Dritten Reichs, die westalliierten Kräfte mit einem großen Schlag zu vernichten. Am 9. September 1944 befreiten die amerikanischen Truppen die Stadt Petingen im Süden von Luxemburg, am 10. September Luxemburg-Stadt und anschließend das ganze Land. Am 12. Februar war Luxemburg endgültig wieder ein freies Land. Wieder im Innenhof des mittelalterlichen Gebäudes. An der Straße unterhalb des Schlossfelsens eine Luxemburger und amerikanische Fahne flackernd im Wind. Ein Denkmal, das an die Ardennenoffensive erinnert. Kriegerdenkmale oder Ehrenmale sind Denkmale, die zur Erinnerung an die in einem Krieg gefallenen Soldaten errichtet wurden. Während frühe Kriegerdenkmäler Stolz und Wehrwillen verkündeten, mahnen jüngere Kriegerdenkmäler zum Frieden. Neben dem feudalen Schloss befindet sich die Pfarrkirche von Clairvaux. Mit der bis ins Hochmittelalter zurückreichenden Burganlage der Grafen von Clairvaux dominiert die heutige Pfarr- und Dekanatskirche auf der Lei, am steilen, felsigen Bergrücken errichtet, das Ortsbild. Die bewusste Verwendung des Ardenner Bruchsteines mit seiner reichen Farbskala bindet das neoromanische Bauwerk, dessen Vorbilder allerdings in den Rheinlanden liegen, in die Landschaft ein. Von 1908 bis 1912 war der Bürgermeister Emil Brümm Erbauer und Initiator dieser Kirche. Die kraftvoll strukturierte Fassade mit ihren Haupt- und Nebentürmen zeichnet sich durch den Mosaikschmuck aus. Das Giebelfeld der Fassade zeigt im Steinrelief Christus als thronenden Weltenherrscher, umgeben von den vier Evangelisten-Symbolen. An der Fassade sind diverse Mosaike angebracht. Sie zeigen Szenen und Heilige der Bibel. In den beiden Seitennischen sind die Mosaikdarstellungen des heiligen Felix und des heiligen Theodor angebracht. Der Sturz des Portals zeigt seinerseits das Lamm Gottes auf einer Anhöhe, aus welcher die vier Paradiesflüsse, Sinnbilder des ewigen Lebens, hervorströmen. Innen angekommen ist der Altarraum interessant. Am Fuße des Altars ist das letzte Abendmahl in Stein abgebildet. An der Decke ein größeres Mosaikwerk. Links neben dem Altar das Taufbecken. Die heutige Orgel wurde 1955 erbaut und 2001 renoviert. Zeit, die Kirche zu verlassen. Die alte Schule ist neben dem Gotteshaus. Sie ist im gleichen Baumaterial errichtet wie die Kirche, nämlich aus Schiefergestein.
Über dem ganzen Ort sieht man immer wieder einen Turm herausragen. Der Glockenturm der Abtei. Man kann diese bequem mit dem Auto erreichen oder zu Fuß. Ein schmaler und steiler Weg führt auf einer Anhöhe der Öslinger Kuppen. Unterwegs ein Denkmal, das an den Klöppelkrieg erinnert. Es stammt aus dem Jahr 1899. Das Wort Klöppel kommt vom moselfränkischen bzw. luxemburgischen Kläppel, was so viel wie Knüppel bedeutet. Er war als Befreiungskrieg der Westeifeler Bevölkerung gegen die französischen Besatzer geplant. Man wollte sich gegen die Franzosen wehren, die überhöhte Steuern forderten, junge Bauern zum Kriegsdienst einzogen und die Kirchen schlossen. Die Klöppelkrieger waren Bauern, die weder über Erfahrung im militärischen Bereich noch über schlagkräftige Waffen verfügten. Sie zogen mit einigen Flinten, ansonsten aber mit ihren berufsüblichen Werkzeugen wie zum Beispiel Heugabeln, geschmiedeten Sensen und auch mit Knüppeln in den Krieg. Am 30. Oktober 1798 kam es vor dem Dorfeingang von Arzfeld zur Schlacht. Dabei starben 7 französische Soldaten und 33 Eifeler. 32 Klöppelkrieger wurden von den Franzosen gefangen genommen. Die meisten von ihnen wurden 1799 in der Stadt Luxemburg hingerichtet. Unweit davon ist die letzte Sehenswürdigkeit von Clerf, die Abtei mit den Mönchen. Die Abtei St. Mauritius und St. Maurus wurde zwischen 1909 und 1912 im neuromanischen Stil von den aus Frankreich vertriebenen Benediktinermönchen errichtet, die ihre Kirche nach dem Vorbild des Klosters Cluny in Burgund gestaltet haben. Nachdem sie über 30 Jahre segensreich gewirkt hatten, wurden sie am 15. Januar 1941 auf Befehl Himmlers durch die Gestapo deportiert. Es war auf dem Fest des zweiten Patrons der Abtei, dem heiligen Maurus als Hardegen, als die Gestapo mit 30 Mann in die Abtei einfiel. Den Mönchen wurde nur eine Stunde Zeit gelassen, um sich für die Abreise fertig zu machen. Neben verschiedenen Gründen war die Hauptursache, das Kloster sei eine Hochburg der französischen Spionage und der Resistenz. Am Tage der Ausweisung befanden sich ungefähr 40 Personen in der Abtei. Da das Kloster eine Hitlerschule für Mädchen und eine Niederlassung für Nazis werden sollte, wurde systematisch alles umgebaut. Nichts aber wurde fertig, nur Renovierungen, die alles Religiöse entfernen sollten. Die Kirche wurde verwüstet, Hausrat und Möbel entfernt oder verkauft. Erst nach dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945 kam eine Gruppe Mönche zurück. Die Wiederaufbauarbeiten dauerten von 1945 bis 1952. 2008 wurde die Abteikirche erneuert. Mehrere hundert Arbeiter und Kunsthandwerker wetteiferten während eines Jahres, um einen großartigen Kunstbau hervorzuzaubern. Das Großherzogtum Luxemburg dürfte kaum ein zweites monumentales Gebäude, wie diese Abtei ausgefallen ist, aufzuweisen haben. Den blauen, granitartigen Baustein fand man an Ort und Stelle. Das Übrige wurde in Beton und Kunststein von dem gewieften Architekten Klomp tadellos ausgeführt. Die älteren Kunstgegenstände sind nicht zu vergessen, zum Beispiel die ansprechende Schmerzensmuttergottes Pieta, nahe am Haupteingang.
Die bemerkenswerten Seitenaltäre des Querschiffs wurden einer Restauration unterzogen, die ihre hundertjährige Schönheit durch die Jahre abgestumpft und staubig wieder aufstrahlen ließ.